herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft. Letzte Folge haben wir hier diese kleine Produzierhalle gebaut und haben natürlich hier die Geräte abgebaut. Und dabei ist uns was passiert. Wir haben jetzt noch Maschinenblöcke. Wir müssen also jetzt flugs die Sachen neu bauen und dann hier das Ganze ein bisschen schöner zu gestalten. Denn ich möchte gerne Macerator und alles automatisieren. Dafür müssen wir eine ganze Liste an Sachen bauen. Das machen wir genau jetzt in dieser Folge. Viel Spaß. Fangen wir immer an mit Zinn. Denn wir müssen jetzt erst wieder die Electric Circuit bauen. Wir haben nicht genug Kabel. Nur für einen. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal schlafen, damit es wieder draußen hell wird. Na, 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 na. So. Ja, toll, wir haben jetzt irgendwie nichts mehr, was wir hier gebrauchen könnten. Das habe ich auch nicht mehr. Okay, wir gehen nochmal rein und holen uns eine. Weil wir haben ja auch keinen Extractor mehr, wodurch es uns nicht mehr möglich ist, und dadurch ist es halt uns jetzt auch nicht mehr so unmöglich, leider, mal eben schnell hier Gummi aus dem Stamm alleine schon rauszuholen. Deswegen gut, dass ich den noch nicht abgeholzt habe. Ich hatte nämlich letztens schon überlegt, eigentlich könnte ich die abholzen, ich brauche die eh nicht mehr. Na, gucken wir mal, ob hier noch, da oben ist auch noch eins. Das sieht doch noch was aus. Die Bäume nicht komplett untersucht anscheinend. Aber 11 ist doch eigentlich auch ganz gut. Und dann können wir direkt mal gucken, weil wir jetzt auch wieder, jetzt bald auch wieder Kohle brauchen. Denn das ist noch nicht da. Das Overlocker-Upgrade können wir dann so lange hier mal reinmachen. Ist der Ofen etwas schneller. Ups. Brauche tatsächlich nur 4 mehr. Halt, erst die Kabel bauen. So, und dann können wir jetzt hier die Electric Circuit, gucken wir uns mal schnell das Zept an. Machen wir direkt 2 Stück. Passt. Zinn in die Mitte. Mist. Kein Witz. Ja, das möchte ich übrigens auch noch. Ich möchte noch gerne, wir haben keinen Witz mehr. Nein, kann nicht sein. Ach, Gott sei Dank. Also das wäre jetzt auch noch so eine Sache, die wäre echt beschissen. Das kann man auch nicht mehr schönreden, wenn ich jetzt noch losgehen müsste und Ressourcen besorgen müsste. In irgendeine Höhle klettern oder noch Stülpen rein müsste. Das wäre kontraproduktiv. Um es mal... Hä? Refined Iron... Mensch, was ist denn heute mit mir los? Ich bin heute, glaube ich, nicht bei der Sache. Machen wir. Iron haben wir. Und man merkt einfach, hierdurch ist die Stromversorgung einfach ein bisschen mehr gegeben. Reicht schon. Das kannst du jetzt auch nochmal brennen, da haben wir ein bisschen was auf Lager. Auch wenn ich ja eher so der Freund davon bin, alles just in time zu machen. Für die, die nicht wissen, was just in time ist, also dann zu produzieren, wenn es gebraucht wird. Es sei denn, es sind jetzt diese Grundsachen. Ne? Dann
dann versteht es sich natürlich von selber, dass ich die Sachen jetzt nicht just in time mache. Also jetzt sowas wie Eisen oder so. Es ist aber halt ein Produkt, was dann im Endeffekt aus Eisen gemacht wird. Das ist halt so eine Sache, die möchte ich ganz gerne. So, Nummer 1 und jetzt hat der Extractor. Da müssen wir das noch craften für und dafür brauche ich kein. Also dafür brauche ich schon Holz, aber ich muss dafür nicht rausgehen. Ich glaube, ich brauche drei, ne? Vier sogar. Naja. Sagt man so schön, lieber zu viel als zu wenig. Jo, passt. Machine Block. Electric Circuit. Und links rum noch mehr. Hä? Oh. Ja. Gott. Ich sage ja, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe. Als nächstes möchte ich dann gerne noch den Trichter. Ah, das ist der falsche. Das ist der falsche, Freunde. Worum es mir eigentlich geht, ist Rohr. Und zwar möchte ich gerne dieses hölzerne Rohr haben. Dafür brauchen wir auch noch Glas, das haben wir aber noch da. Und den Redstone-Motor. Oder die Redstone-Engine. Ist die hier. Ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Und dann können wir praktisch oben alles in den Trichter reinwerfen und dann fließt es unten in die Maschine rein und können es dann unten, deswegen müssen wir die Kabel auch nochmal neu verlegen, können wir es dann rauspumpen und dann kommt es einfach in die Kiste rein und dann läuft hier alles ein bisschen automatisierter. Genau das möchte ich jetzt gerne noch machen. Ich weiß nicht, es kann sein, weil ich hier jetzt noch nichts mehr beschaffen muss. Oder? Nee, ich brauche nichts mehr. Sonst mache ich immer halt ein paar Schnitte, damit es ein bisschen leichter ist. Als erstes machen wir mal diese zwei, ups, Holzzahnräder. Ja, Erfolg freigeschaltet. Ich müsste mal da dran. Das haben wir auch sofort alles da. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Na, gib her. Mach hier nicht so ein Stissel. Ich brauche nur einen. Aber trotzdem können wir es mal alles durchlaufen lassen. Es wäre ganz ratsam, wenn wir das so ein wenig. Und noch einen Redstone. Okay. Falsch gemacht. Heute fällt extra Holz. Nicht rein. Kolben. Muss ich jetzt nicht verstehen. Will ich auch jetzt nicht verstehen. Dann noch Glas. Glas müssen wir hier noch drin haben, auch nicht mehr so viel. Deswegen rennen wir panisch rüber. Danke. Reicht erstmal. Ja, das rüber. Das rüber. Und verwandeln. Machen noch ein bisschen Glas. Denn wir brauchen auch noch Glas für die Rohre. Na,
das in die Mitte. Oben wieder Holz. Links und rechts das und zack. Redstone-Motor, fertig. Dann können wir eigentlich direkt den Trichter machen. Aber es gab doch auch so ein... Ich guck mal eben was nach. Wie hieß das Teil? Vielleicht Pfanne. Nee, das ist wirklich nur der Trichter. Es gab auch mal, aber ich denke mal, den gibt es jetzt einfach nicht mehr, weil es unnötig ist. Dafür brauchen wir noch eine Kiste. Die craften wir uns dann schnell. Nichts leichter als das. Kabums. Und drumherum Eisen. Das müssen wir dann nochmal hier aus der Kiste holen, denn das haben wir praktischerweise da rein verbannt. Dafür müssen wir eigentlich 3 Stück machen, fällt mir ein. Das heißt, wir brauchen auch noch mal ein paar mehr Kisten. Also 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zack. 3 Kisten haben wir damit. Kurz auf den Blick. Noch die Zeit nicht vergessen. Das wäre nämlich dumm. Aber das kriegen wir heute alles hin. Rohr, Holzrohr, hölzernes Transportrohr, das ist doch mal wirklich Pipifax. Dafür habe ich noch extra 8 Stück direkt. Eigentlich komme ich auch gar nicht mit einem Motor aus. Mist. Ja, das war. Ist jetzt auch egal. Wir müssen sowieso jetzt erstmal die ganzen Kabel anders verlegen. Und zwar werden wir die dann, habe ich mir jetzt gerade so überlegt, das wäre die schlaueste Variante, die dann so in die Wand zu legen. Weil im Endeffekt ist es ja für das Gerät scheißegal, von welcher Seite der Strom kommt tatsächlich. Sei denn, man ist so eine MFSU, MFE oder eine Badbox. Dann ist es nicht scheißegal, in allen anderen Fällen ist es scheißegal. Und so wollen wir es auch handhaben. So, und dann müssen wir nämlich jetzt nur noch eine Redstone-Fackel bauen. Das ist unheimlich schwere Aufgabe. Zack, fertig. Und ein leeres Inventar. Wäre auch nicht geil. Wäre natürlich geil. Dann müssen wir nämlich nur noch hier und hier das. Ja, den machen wir wieder weg. Dann den hier, dann den hier und eine weitere Kiste wäre auch noch endgeil jetzt nicht, aber wäre schon ganz nett. Die müssen wir aber auch noch craften, fällt mir gerade ein. Und zack, her damit, danke, bitteschön. Und die schließen wir dann nur noch so an. Und dann kommt hier, ganz raffiniert, jetzt. Und dann wird das hier so rausgepumpt. Das wird natürlich mit der Zeit noch ein bisschen schneller. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre das jetzt hier. Warum tut er das? Das ist nämlich dieser hauseigene Minecraft-Trichter. Ja, jetzt aber. Das wäre ein bisschen sandgeil. Machen wir es mal anders. Wir könnten da zum Beispiel das reinschmeißen. So, dann füllt es sich praktisch immer automatisch auf. Es wird dann gebrannt und das Gerät unten saugt es dann raus und schmeißt es unten rein. Das möchte ich gerne 3-mal dann entsprechend hier hinbauen. Es wäre schlauer gewesen, den Ofen noch eins weiter nach rechts zu setzen. Fällt mir gerade auch auf.
Vor allem, weil wir immer einen dazwischen frei haben müssen. Das heißt, wir müssen das Kabel dann hier noch so rumlegen. Das machen wir aber nicht mehr diese Folge. Das machen wir dann nächste Folge oder in einem Stream. Das werden wir dann sehen. Ihr werdet per Facebook dann benachrichtigt natürlich, wenn es denn dann soweit ist. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag heute noch. Entspannt euch. Bis Sonntag, Freunde, und sage dann bis nächste Woche Freitag wieder. Ciao.